Hallo, ich bin Oliver Schmidt und ich bin ein momentaner Schüler, also HMS-Schüler von der Kantonsschule Hottingen. Ich frage ChatGPT, ob er mir zur Französischen Revolution und Napoleon einen Text verfassen kann, sowie ein PowerPoint. Und er fängt schon an zu schreiben. Also er kann mir die sehr gerne geben, die Informationen. Und er kann mir scheinbar auch ein PowerPoint herstellen. Und jetzt tut er mir einen kurzen Text dazu schreiben. Aber den Text finde ich jetzt halt für mich jetzt ein bisschen zu kurz, weil ich muss sehr wahrscheinlich einen 5 bis 10 Minuten Vortrag machen. Und das werde ich immer sagen, dass ich den Text ein bisschen genauer und länger haben will. Sage ich ihn jetzt. Und er ist am Warten, also etwas am Generieren sehr wahrscheinlich. Also von meinem Wissen her, von der Französischen Revolution und Napoleon Bonaparte, stimmt das überein mit meinem Wissen bis jetzt. Also ich habe jetzt noch nichts gesehen, wo ich sage, das hätte ich, also hätte ich jetzt anders gewusst. Also ich habe es einfach in meinen Geschichtsbüchern so gelernt. Und ich, wenn ich meinen Geschichtsbüchern vertrauen kann, dann denke ich, dass das jetzt auch richtig ist. Jetzt, hat es gerade einen Fail gegeben, das ist manchmal schon, wenn er dann einfach aufhört zu schreiben, aber ich kann einfach die Frage nochmal fragen, also dass er es nochmal neu schreibt. Ich kann da einen Knopf drücken, wo steht, dass er aufhören zu schreiben soll. Das habe ich jetzt gemacht, er hat jetzt einfach aufhören geschrieben, wo ich das gedrückt habe. Jetzt könnte ich ihn noch fragen, ob er mir gewisse Bilder dazu vorschlagen könnte. Mal schauen, was er da antwortet. Und jetzt hat es wieder einen Fehler gegeben, wie sehr oft passiert, weil es könnte wieder vielleicht überlastet sein und ich versuche es nochmal. Also mir es nochmal versucht zu beantworten. Ich weiß nicht, ob er einfach noch nicht in der Lage ist, mir bildliche Sachen zu zeigen. Also Bilder mir können zeigen, weil er ist vor ein paar Wochen auch noch nicht in der Lage, mir ein PowerPoint zu verfassen. Aber oft denkt ChatGPT, dass er etwas machen kann, obwohl er es nicht kann. Das heisst, manchmal kann er nicht unterscheiden von richtig und falsch oder ob er es machen kann oder nicht. Aber was ich halt nicht weiss, ob er überhaupt Zugriff hat auf PowerPoint, weil PowerPoint ist ja von Microsoft und ich weiss nicht, was er da, also was für Rechte er da hat und ob er überhaupt Zugriff hat auf solche Sachen wie Word-Dokument oder PowerPoint-Dokument und solche Sachen. Er kann ihn, das Einzige, was ich machen kann, ist fragen. Und er sagt mir immer, dass er es kann machen, aber er hat es mir bis jetzt noch nie können, also am Schluss geben, was ich will. Und ich denke, das ist das Gleiche wie vorher. Also er wird mir nicht in der Lage sein, das zu beantworten. Oder er ist überlastet. Von ChatGPT hat er mir noch nie etwas können, außer Text geben. Also ich hätte einfach den Text können verwenden für die Grundlage von meiner PowerPoint. Und die Bilder dazu müsste ich dann einfach selber im Internet suchen. Das habe ich eben auch mir schon überlegt, weil ChatGPT weiß ja nicht, er hat einfach die Informationen und er weiß ja nicht, ob es Copyright drauf hat oder nicht. Also ich habe jetzt nicht große Angst vor dem. Ich verwende dann einfach die Bilder, die er mir gibt, eigentlich. Weil schlussendlich wäre ja dann ChatGPT, der das Problem hätte und nicht ich, wenn ich die Bilder verwende. Weil er hat mir die Bilder zur Verfügung gestellt. Das könnte ich ihn fragen, dass er mir eine Quellenanalyse schreibt zu allen Sachen, die er mir geschrieben hat. Und die wird er mir dann auch verfassen und die werde ich dann auch benutzen. Aber ich habe es jetzt noch nie überprüft, ob die Quellen, die er mir angeht, stimmen. Aber ich nehme es halt dann einfach mal an, ob das jetzt mal stimmt. Wenn ich sie kontrollieren würde, dann würde ich einfach die Quellen, die er mir angeht, eingeben und schauen, ob die Informationen dort so wiedergegeben sind, wie er sie mir da wiedergibt. Weil ich das Thema nicht so genau und sehr tief weiß und ChatGPT hat halt sehr, sehr viel mehr
Informationen an sich oder mehr Zugriff zu mehr Informationen an sich. Und dann könnte man einen besseren Text verfassen, als ich in der Lage wäre. Und auch sehr wahrscheinlich eine bessere PowerPoint machen mit passenderen Bildern, als ich jetzt suchen könnte. Also, wenn ich es machen würde, ich würde den Text dann einfach durchlesen und sehr wahrscheinlich würde ich schon ein paar Änderungen hinzufügen. Aber das kommt ganz darauf an, wie er mir jetzt den Text dann jetzt gibt. Aber ich finde, also meine Lehrer haben noch nie etwas davon angesprochen, dass ich das nicht verwenden sollte. Und wenn sie es nicht ansprechen und nicht sagen, dass ich es nicht verwenden sollte, finde ich es nicht als Betrug, weil sie es nicht als Betrug angegeben haben. Und somit verwende ich es, bis sie etwas sagen, dass ich es nicht verwenden sollte. Dann würde mir alles auf Englisch schreiben. Aber wenn ich den Text nicht auf Englisch brauche, nämlich in einer anderen Sprache, könnte ich theoretisch ChatGPT fragen, dass sie mir das in einer anderen Sprache gibt. Aber ich habe gemerkt, dass die Übersetzungen manchmal nicht so genau sind. Und darum benutze ich dann einfach eine andere Website, DeepL, wo mir das dann genauer übersetzt oder einfach mehr, also besser übersetzt für mich.